Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 395, stehen hier schon vor der ersten Mod und heute sind die Mods auch wieder mal für alle die gedacht, die mit der Playstation, mit der Xbox durch die Gegend spielen, hätte ich fast gesagt. Ne, den LS22 spielen auch für euch, sollten diese Mods zwischenzeitlich zu bekommen sein. So, wir fangen an. Wir haben hier heute ein bisschen was an Hallen, ein bisschen was an Deko. Und ein bisschen was zum Streuen sozusagen. Also das ist das, was wir jetzt hier haben. Wir fangen mal an mit der Lagerhalle, weil darunter läuft das gute Stück hier offiziell. Ne, da seht ihr es. Ich mache hier mal die Hilfe an, falls wir irgendwelche Besonderheiten haben. Da kann ich halt hier anscheinend die Plane wegmachen. Ne, dauert ein Momentchen. Das heißt, also das ist dann wohl... So habe ich dann nie mehr die Belüftungsmöglichkeit in der Halle an sich. Wir laufen hier einmal rum. Gucken, wie sie aussieht. Also texturmäßig sieht sie soweit echt gut aus. Ne, wir haben oben die Metallgeschichte, hier die Seiten- und Giebelgeschichten sind komplett gemauert. Hier die Rückseite ist komplett Metall. Man sieht hier auch, dass also oben die Kante Metall, das Rest hier schön mit Regengossengeschichten. Und hier können wir die Plangeschichten dann wegnehmen und hier könnten wir rein. Und ihr seht hier, hier sind auch irgendwelche Lagereinheiten oder Sachen, wo irgendwelche Reaktionen sind, dass ich dann fürs Licht, ne? Hier zum Beispiel Licht einschalten und hier ist halt die Bretterwand deinstallieren. Das heißt, dass wir hier können wir von innen aus sagen, nee, wir wollen hier auch in der Seite reinfahren und dann geht das Ganze auf. Licht hier ist mehr sporadisch gesetzt, ihr seht das also nicht durchgehend beleuchtet, aber man hat hier dann auch ein gewisses Umfeld und es wird auch hinten hin dann dunkler. Von innen ist das Ganze hier, wie ihr seht, halt einmal gegen betoniert worden, ne? Weil von außen sind das ja Steine, also haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Doppelgeschichte. Wir haben hier Betonpfeiler und obendrauf hier sieht aus wie ein Holzsystem, der das Ganze dann nach oben hält. Ja, das hier ist sozusagen offiziell als Lager dementsprechend dann deklariert. So, wir laufen hier mal durch. Ich zeige euch erstmal jetzt natürlich alle Stellmöglichkeiten. Wir haben hier erstmal noch die Deko. Wir haben hier noch einige Hallengeschichten hier. Ihr seht selber, es sind ein paar mehr. Da kommen wir dann gleich auch mal zu. Wir fangen mal mit dieser Deko hier an. Das ist so ein Pavillon, wo man drunter sitzen kann. Ne, hier ist noch ein Kaffeemaschinchen bei, ein Grill hat man sich noch gewünscht, oder wenigstens hat man hier ein frisches Brot noch am Start. Ne? Blümchen dabei, Gummistiefel, wenn man was ändern will. Ja, das ist halt die Pavillon-Variante 1, sieht von den Texturen her eigentlich ganz okay aus. Ne? Hat eine kleine Bodenplatte, die gesetzt wird. Drumherum, das Geröll kommt auch, glaube ich, daher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hier haben wir dann die Pavillon-Variante 2. Da können wir auch schlafen, das heißt also hier die Hängematte... Kann man auch als Schlafplatz nehmen und hier kann man auch mal ein bisschen sich mit Denksport dementsprechend beschäftigen, indem man nämlich denkt, wo gehe ich denn als nächstes zum Klo, wenn das eine Klopapierrolle sein soll. Und sonst haben wir hier noch ein Schachbrettchen stehen, ein paar Stühle, ne? Auch die könnten wir bewegen, wenn wir wollen. Also hier dann, ne? Besen dabei, auch ein bisschen Blümchen. Das ist halt das Dekor-Set, sage ich einfach mal so. Gartendekoration, das sind die beiden Teile, die dazu gehören. So, dann kommen wir zu unserem Berghallensystem, heißt das Ganze, glaube ich, oder Berghallen-Set. Da seht ihr es dementsprechend auch schon. Das sind hier schön Betongeschichten, Regengossen haben wir dran, Stützpfeiler. Man sieht da oben hier das Holzgebälk. Hier sind Lampen, ne? Hier ist auch dementsprechend der Schalter. Das brauche ich auch nur einmal demonstrieren. Ne? Bei den ganzen anderen Hallen sieht das Licht und die Lichtausbeute dann dementsprechend gleich aus. Wir haben verschiedene Stellen, wo wir das Licht an- und ausmachen können. Gebölk sieht ordentlich aus. Texturen außen sind okay, sag ich mal so. Ne, und dann haben wir das Ganze halt dann in verschiedenen Größen und Längen. Ihr seht, das ist hier so ein bisschen größere Variante. Allerdings habe ich hier den Boden irgendwie nicht ganz so passend angepasst, glaube ich, vorher, so wie es aussieht. Texturen technisch ist es natürlich dann auch ähnlich, was ihr hier seht. Und dann kommen wir halt zu... mehreren Hallensachen, sprich dann haben wir die geschlossenen Sachen, dann kommt hier, ne, bitte hier nicht stehen, weil sonst werden wir abgeschleppt. Das sind zwei Schiebetüren, die zur Seite gemacht werden, also nicht eine große, sondern zwei kleine, warum, weiß ich nicht. Das hier ist jetzt eine riesige Halle, um Geräte reinzustellen, wir haben vorne und hinten jeweils einen Eingang. Auch hier seht ihr dementsprechend die Texturen von den Seitenteilen und oben das Gebälk und sowas ist gleich. Ich werde hier auch nochmal Licht anmachen, damit ihr es auch mal in der Halle gesehen habt. Aber ihr seht, das ist von der Lichtausbeute-Geschichte ähnlich aufgebaut. Sieht aber gut aus. Wir haben ja auch noch ein schönes Metalldach, was nicht neu wirkt. Man hat hier oben so ein paar Roststellengeschichten und sowas.
Und auch das Tor hier seht ihr selber von den Texturen vom Holz her. Das sieht soweit echt okay aus. Ne? Er schiebt auch beide Türen dann immer zur Seite. Die nächste Variante, die wir hier haben, hat auch wieder eine Tür zur Seite zu schieben. Und das hier sind dann auch Türen auf der langen Seite. Und hier selber seht ihr auch, hier sind noch irgendwelche Belüftungsmöglichkeiten. Die sind auch nicht immer bei allen Hallen drin. Hier sind sie jetzt in dem Fall mal drin. Und hier haben wir dann die Vier-Türen-Variante, also zwei, also jeweils eine auf der schmalen Seite und eine auf einer langen Seite. Die andere Seite ist die Belüftungsseite. Da könnt ihr dann auch wieder was eher ans Äußere von eurem Gelände stellen halt. Ne? Das mache ich mal von hier die Seitentür auf. Da seht ihr, das ist im Prinzip die gleiche Halle. Hier sind auch zwei Tore drinne. Auf der langen Seite und auf der kurzen Seite jeweils eins, aber hier sind zum Beispiel die Belüftungssachen nicht drin. Das ist immer die Frage, was man noch raus machen will. Licht funktioniert hier genau so. Ja, es sind noch ein paar. Ich laufe mal hier hin. Hier ist schon ganz einfach zu erkennen, was hier der Unterschied ist. Genau, hier gehen die Tore nach links und rechts aus. Wir haben auch nur ein einziges Tor und es ist auch eine relativ kleine Halle im Verhältnis gesehen zu den anderen, die wir vorhin gesehen haben. Ne, also auch das. Schön passend. Preisgeschichten und sowas kommen wir natürlich dann gleich zu. Ja, und hier haben wir auch noch mal eine Halle. Die haben dann auf den langen Seiten dementsprechend hier dann die Tore und auf den kurzen Seiten keine. Ja, das ist dann die Variante davon. Und ich glaube, bin mir sicher, aber ich glaube, das war's. Ja, also wir hatten einen ganzen Schwung Hallen dabei, die dazugehören. Wir gucken uns jetzt auch mal an, was das Ganze denn kostet. Egal, was man sich davon hinstellen möchte. Wir sind beim Lager hier bei 108.000. Das ist also eine Schüttguthalle in dem Sinne dann. Und die anderen Berghallen halt, ne, mit Ventilatoren, ohne, ne, gibt es die verschiedensten Versionen. Da seht ihr selber, es sind dann schon ein paar, ne, auch die Unterstände, die wir da hatten vorne. Und ja, die sind halt relativ kostspielig. Der günstigste Unterstand, der liegt halt bei 50 und die größte Halle, ne, das ist die mit den Ventilatoren und halt links, rechts und zwei Stück auf der einen langen Seite liegt bei 150.000. Sind die aber auch keine kleinen Hallen. Aber muss man halt nicht wissen, ne? Also hier oben sieht man schön, das Dach sitzt auch schon so ein bisschen, ne? Alterserscheinungen sozusagen oder halt nicht sauber, wie ihr es machen wollt. So ein bisschen grünspanmäßig, ne? Aber wie gesagt, finde ich an sich sonst gut gemacht, das Ganze. Ne? Also das geht. Man soll jetzt hier. Das Tor nochmal von außen haben wir, glaube ich, gar nicht so groß angeguckt. Gucken wir hier nochmal die Holzversion. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Die Griffe hier auch so auf altmetallmäßig gemacht. Ne? Das ist eigentlich alles ganz okay, würde ich sagen. So, dann hüpfen wir mal. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Geschichte. Da stehen wir auch schon vor. Da seht ihr es schon. 800 Kilo steht drauf. Rauch steht dran. ZSA 580. Das ist ein schöner, alter, klassischer Streuer. Genau. Wir gehen dementsprechend gleich mal im Shop, gucken uns den mal an. Gehen hier auf Düngerstreuer runter und da seht ihr ihn auch schon. 4.200 kostet er. 800 Liter fasst er, kann düngen und kalken, was natürlich für kleine Höfe wichtig ist, die halt mit kleinen oder unter einen Hektar Sachen arbeiten. Da kann man nämlich selbst 800 Liter zum Kalken nehmen. Das geht. 10 Meter Arbeitsbreite ist jetzt nicht das breiteste, aber wie gesagt, ist auch nicht das größte und auch nicht das teuerste Gerät. Ne? 19 km/h dabei, die anderen sind einen Tick langsamer sogar. Aber ihr seht halt selber, hier sind es 3.200 bei 42, ne? Hier sind es halt 800 Liter bei 10 Meter. Aber dafür kostet auch nicht mal 20% vom Preis, ne? So sieht es halt aus. Wenn wir hier raufgehen, wir haben hier noch die Möglichkeit, die Hauptfarben zu ändern, noch in ältere Rotgeschichten, falls wir es noch klassischer mögen, sozusagen. Das dann schon mehr so in so einen Braunton übergehend, ne? Hier habe ich halt die normale Standard-Uhr-Auswahl dementsprechend beibehalten. Ich hüpfe mal eine Runde rein, mach die Hilfe mal aus, weil die senken und heben, es geht, das, glaub, das weiß jeder. Wir machen den Traktor einfach mal an, ich mache die Hilfe mal an und ihr seht, das ist halt die 10 Meter Arbeitsbreite, die ihr dann seht, halt ganz normal, nichts Spektakuläres bei, ne? So sieht es halt aus. So sieht das halt aus. So, ich drehe ihn jetzt noch mal, weil ich mache dazu mal meistens von irgendwelchen Fahrzeugen oder Hallen die großen Aufnahmen und dachte mir diesmal nehme ich mal den kleinen Rauch hier dementsprechend ins Mittelfeld. Da ist er nämlich auch, weil dadurch sind wir natürlich jetzt auch schon richtig am Ende der Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.